Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Historyline 1914 bis 1918 Multiplayer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Retro- und Strategiefreunde. Heute geht es weiter in den Multiplayer-Schachten und bei mir ist wieder mein guter Freund, der liebe Patrick Patul. Hallo Patrick. Abend. Gut, ja, wir waren stehen geblieben bei der Karte Bison. Richtig. So, zack. Und ja, Bedienung. Kampf aus. Ja, wir machen Kampf aus, genau. So. Und was gibt's dazu zu berichten? Der Patrick spielt heute wieder auf Seiten der Entente Cordiale und ich spiele auf Seiten der Mittelmächte. Oh, mon ja, Dieu. Da sind wir mal gespannt. So, dann gehen wir mal rein und gucken uns die Karte mal an. Aha, da sind wir schon. Wieder eine Winterschlacht. Sieht ja schon mal ganz gut aus, hier, ja. Was ich hier sehe. Patrick hat jede Menge Flieger. Ja. Gleich lasse ich einen fliegen. Cooler. So, okay, was sehen wir? Patrick ist im Süden, ich bin im Norden. Hier habe ich auch... Keine Vorratslager. Nein, und auch keine Fabrik. Nein. Alles, was kaputt geht, geht kaputt. Mann gegen Mann. Ja, das ist ja so eine Karte. Wenn wir jetzt beide auf unseren Positionen stehen bleiben, dann... Das ist eine sehr, sehr lange Karte. Genau. Aber wir haben hier auch schwere Artillerien. Schienengeschütz haben wir. Über 7 Felder kann das ballern. Und ich habe eine Depoteinheit, die hast du auch. Genau, ein das heißt, Panzerzug. Wir können quasi strategiemäßig in der Mitte jeder so ein Depot reinkluppen. Stimmt. Und dann können wir da mal loslegen. So, oh wei. Also, ich habe Schienen geschützt, das ist richtig, dann schieße ich mal. Moment mal, ich habe gehört, das geht über die ganze Karte. Nee, nur 7 Felder, das wäre ja noch schöner. Aber warum? Wir sehen, ja, 0 Depots, 0 Fertigungsanlagen, Rohstoffeinnahmen sind 7. Ich habe 38 Einheiten, Patrick hat auch 38 Einheiten, 76 Einheiten auf der Karte, das passt. Also, okay. Ich akzeptiere deine Kapitulation natürlich, die bedingungslose. Schon wieder? Natürlich. Ah, okay, die musst du dir erkämpfen. Ja, die letzte Karte war ja ein Krimi, da ging es ja hin und her. Mal sehen, ob das dieses Mal auch wieder so spannend wird. Ja, und liebe Leute, wenn ihr ab und zu mal von meiner Seite mal so, ich bin ja von hier, jetzt hol das doch ein. Also, es macht trotzdem Spaß, aber man ist ja immer so mit dieser Energie so, ich möchte es gewinnen und dann steht man da und verliert. Und das ist halt Kacke. Das ist Kacke, ja, das verstehe ich. Verlässt einen manchmal etwas der Mut, das kann man verstehen. Ich die Lust auch, aber trotzdem macht das Spiel immer noch Spaß. Ich werde jetzt nicht gleich die Freundschaft kündigen, so einen lieben Tebus, auch wenn er gewinnt. Da wartet der Patrick noch 2 Wochen mit und kündigt sie dann? Nee, ich werde mich so, ich frage dann so nach 2 Wochen, frage ich dann so, Frauen, Kinder, alles in Ordnung? Sind sicher? 100%? Hast du mal daher nachgefragt? Wieso? Was hast du denn mit meiner Frau und den Kindern vor? Willst du die entführen? So geht das doch in der Mafia, oder nicht? Ach so, in der Mafia, ja, das ist klar. Da kenne ich mich allerdings nicht so mit aus. Du solltest da ein bisschen auf deine Familie in nächster Zeit achten. Okay, du gewinnst. So, da wollen wir mal hier direkt voll durchstarten, ja. Volljahrs, ja, genau. Oh, warte mal, ich habe da noch schwere Artillerie, die kann aber auch nichts, ne? Nee, die kann das auch nicht. Warum kann die das? Ne? Ich bin jetzt ein bisschen hier, leider Gottes, ich kann jetzt nichts machen. Ich muss warten, bis der alte Mann da ein bisschen fertig ist mit den Bergen hier. Eine Sekunde, ich mache Turmann Äußerstes. Oh. Ich werde hier bei der Karte wieder eine offensive Strategie verfolgen. Gut, dann bleibe ich stehen. Ich werde möglichst weit nach vorstoßen, ein Depot bauen und dann bin ich nämlich näher dran zum Reparieren und habe den Vorteil und dann kann ich ihn niederringen. Ja, die haben wir beide. So. Das Schöne finde ich jetzt, wir bauen wirklich da in der Mitte, bauen wir überall unsere Depots und dann nimmt der eine dem anderen die Depots gegenseitig ein. Ja, da wird wahrscheinlich kommen. Aber wie gesagt, selbst erstellte Depots, ne, generieren keine Rohstoffe. Das ist schade. Ja. Ich finde das gerade ein bisschen zum Heulen, weil
Ich weiß, die schweren Aris kommen nicht in den Transporter rein. Du musst erst ranfahren, musst dich auch machen. Ich möchte nicht die Feststelltaste machen. Himmel, ja, genau. Achso, ja, ich hab's immer noch nicht gemacht. Welche Taste wünschst du dir denn als Feuertaste? Sag mal, dann stell ich die nächste Mal um. Moment. Mal gucken. Die Kontrolltaste wäre nicht schlecht. Die rechte, die linke Kontrolltaste dann, ne? Die linke Kontrolltaste, weil wenn ich immer hier hingehe und mache etwas und will da wieder raus und gehe dann mehrmals, dann kommt wieder Windows. Warten Sie mal, deaktivieren Sie. Ich deaktiviere das Ding mal. Dann sollte es nicht mehr kommen. Theoretisch ja. Tastenkombination weg. So. Fertig. Probieren wir jetzt mal aus. Gut. Einwandfrei! Perfekt, dann ist er gut. So, da, da sind wir mal schwer gespannt hier auf diese Karte. Die letzte Karte, die war gut. Hör mal, da haben wir ja ein Hin und Her gab es da, ob es das diesmal auch wieder so spannend wird. Wie gesagt, also ich kann es ja nicht verstehen, Patrick, du hast ja den Sieg beim letzten Mal aus der Hand gegeben. Hör mal, du hattest im Prinzip die kritische Masse an Fokkerfliegern zusammen, aber... Ja, das Problem war einfach nur, ich war mir zu siegessicher und hab dann gedacht, jetzt alles auf Karte, jetzt alles hier Gas geben und Attacke. Mhm. Und du warst halt derjenige, wo gesagt hat, nö, wir bleiben mal ein bisschen stehen und lassen mal den schön kommen. Und ich hab dann halt da gestanden und hab gedacht, jo, das war jetzt halt ein bisschen blöde. Und dadurch, dass ich Fabrik verloren hatte und ich hatte dann auch noch das Depot verloren, gingen halt bei mir die Ressourcen recht schnell down und dann konnte ich auch nicht mehr so viel produzieren, wie ich wollte. Ja, stimmt, aber es stand so ein bisschen auf Messers Schneide, ne? Es war so relativ, doch relativ knapp am Ende gewesen. Ja, könnte man sagen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, einer war wirklich haushoch überlegen. Das ging so zweimal hin und her. Und das macht ja, das gibt so ein bisschen Würze in das Spiel. Ne? Das ist immer schön, wenn es nicht ganz so eindeutig ist. Aber wie gesagt, wir geben uns ja nicht viel, wir beide. Wir sind ja alte Historyline-Veteranen. Historyline- und Battle-Isle-Veteranen. Ja, Battle-Isle eher du, ich bin Historyline. Ich habe schon, wenn wir hier mal fertig sind im Jahre 2027 mit dem Spiel, dann habe ich schon das nächste Projekt für uns. Dann können wir mal eine Runde Battle Isle Data Disk 2 der Mond von Kromos spielen. Das habe ich auch mal gerne gespielt. Du weißt schon, dass ich eigentlich meinen Kanal beendet habe, damit ich in Rente gehen kann. Nicht, dass ich bei dir da reinsteige oder so, ne? Nein, dein Kanal, der wird dann reaktiviert. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das machen wir nämlich dann auf deinem Kanal. Nee, mein Kanal wird nicht aktiviert. Nein. Ich hab schon Rücksprache gehalten mit YouTube. Die haben mich schon zweimal angerufen, haben mir gesagt, wie sieht das denn aus? Wann macht er jetzt endlich weiter? Die Fans. Du musst an die Fans denken. Die warten drauf. Die Band. Elwood, die Band. Die Band, genau. Die Fans. Die warten darauf, dich, Patrick. Mon Dieu. Mon Dieu. Deine Fanbase. Deine Fanbase wartet auf dich. Deine Breite. Warte mal. Ich bin doch gerade überlegen, weil ich so mit Vorpreschen ist ein bisschen scheiße. Okay. Obwohl das im Endeffekt ist es ja heute ein bisschen egal, weil das erste, was ich machen muss, ist in den Flieger außer Gefecht setzen und dann ist eigentlich schon der Rest Geschichte. Ja, das wird entscheidend sein. Ich glaube, wer hier als erster dem anderen die Flieger abknallt, der hat gute Chancen auf den Sieg. Aber ich vertraue ja auf die Fokkerplage, ne? Die waren ja beim letzten Mal so derbe gut, die Fokkers, ne? Das vergaß ich doch glatt. Die waren so derbe gut, dass ich denke, das könnte klappen. Tja, warte mal, ne? Ich habe ja noch ein bisschen anderes Getier und Geschmeiß da ein bisschen rumtouren, ne? Das ist natürlich jetzt eine spannende Sache. Vor allen Dingen, wie krieg ich dein Eisenbahngeschütz ausgeschaltet? Das ist auch noch eine Frage, die ich mir stelle. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie weit kann das denn überhaupt schießen? Sieben. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bis hierhin kann das schießen. Okay, kann ich noch vorrücken. Wir,
wir müssen ja ein bisschen aufpassen, ne? Es gibt hier keinerlei, ja, ist klar, keinerlei Fertigungsanlagen. Was kaputt ist, ist kaputt. Ja, yep. Dafür haben wir aber die Depoteinheiten, dass wir noch ein Depot uns basteln können. Aber leider keine Fertigungsanlage. Ja, macht ja nichts. Zum Leppaliere reißt das. Jawohl. Ja, der kommt da mit Zügen angefimmelt. Züge. Ich muss mal ganz kurz gucken, was er hier gefährt. Oh, er kann mir sehr gefährlich werden. Oh, kann der mir nicht gefährlich werden. Ei, 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 ei. Alles Kakadu. Kaka ich, Kakadu. So, Elite-Infanterien, die waren hervorragend gegen Flugzeuge, habe ich mir gemerkt beim letzten Mal. Ne? Die werde ich auch mal direkt hier ausladen. Moment, das waren die Franzosen gegen die Deutschen. Das ist egal. Die Deutschen sind noch gut gegen die Franzosen. Bam. Nein. Nur wenn sie auf meiner Seite spielen. Bam, jetzt geht's los. Bam, Alter. Bam, Alter, genau. Nee. Emala ist das doch. Wer kennt ihn nicht? Den berühmten Emala. Vor 5 Monaten wurde ein Spiel erdacht. Ja? Ja. Ich hab das Spiel gesehen. Ja? Snyder heißt. Was für ein Spiel? Super Metal Boy. Ah, Super Metal Boy, um Gottes Willen, ja. Ja, diese ganze Geschichte, die treibt ja die interessantesten Blüten, muss man sagen, ne? Ja, komm ruhig näher. Meine Flieger, die warten schon auf dich. Ja. Patrick möchte dieses Mal defensiv spielen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe mich ja letztendlich ganz böse in die... Und weil... Boah, habe ich mich da reingesetzt. Aber Patrick, ich möchte eine kleine Warnung aussprechen, bevor du nachher sagst, ich hätte dir das nicht gesagt, ja. Wenn du ein Depot baust, ne, du weißt ja, dass der Eingang des Depots, ne, in welche Richtung zeigt. Der zeigt immer nach Norden. Zeigt immer nach Norden. Also in meine Richtung. Also musst du aufpassen, wo du setzt, weil sonst könnte ich von oben ganz schnell reinmarschieren. Ja, nee, ist ja kein Problem, das weiß ich ja. Okay, ich soll... Aber wenn du unten mit dem Fuß folgst, das wird jetzt so geil. Ich wollte dich das nur... Das Blöde an der ganzen Aktion ist ja, wenn das Depot voll ist. Ich glaube, dann kannst du trotzdem noch rein und dann wird immer eine Einheit abgezogen. Genau, das habe ich mal ausprobiert. Ja, genau, weil es hieß immer, wenn ein Depot voll ist, kann das nicht mehr eingenommen werden. Ist ein weit verbreiteter Irrglaube unter History-Line-Spielern. Ja. Das geht schon. Patrick ist sehr verhalten mit seinen Flugzeugen noch. Er traut sich nicht so wirklich in die Offensive. Nee. Den Fehler habe ich einmal gemacht, danke. Fahr doch alles ins Hauptquartier und da seid ihr sicher. Nee, ist klar. Kein freier Stellplatz. Nee, musst du was ausladen. Nö. Das Problem an der ganzen Sache ist schlichtweg einfach, deine Dinger stehen alle gar schon parat zum Schießen. Ja, jetzt gleich geht's los, pass mal auf. Gleich lasse ich es mal richtig kracheln. Das Problem ist einfach nur, wie soll ich das jetzt an? Ich mach wieder, also meine Taktik ist wie immer, ne, die, nach der guten alten, immer feste Druff-Taktik. Ne, ich greife. Lass den Wookie gewinnen. Lass den Wookie gewinnen, genau. Problem ist, die Dinger können mich aus dem Himmel rausholen. Das ist alles blöd. Und dann sammeln die noch, die Tricksdinger auch noch Erfahrung. Komm ruhig näher. Nein. Ich werde es bauen und dann wieder kommen, weißt du? Boah, okay. Jetzt hat er es wieder gesagt. Jetzt habe ich wieder Ohrdreher. So, jetzt mache ich hier. Jetzt hier bauen, dann wird er kommen. Und hier wird das Depot von mir gebaut. Ach, ich kann ja gar nicht schießen. Ich wollte was anderes sagen. Der muss jetzt erstmal die Stützrädchen rausfahren. Mhm, genau. Da ist schon wieder Lalulala unterwegs. Ich könnte heulen. Alter. Wieso? Die sind und im die Einsatz. Und die haben wieder unten ein bisschen Ballaber miteinander. Die retten die Welt, Patrick. Die Lalulalas. Ich weiß. Und wir gehen so einem ganz bisschen auf den Keks.
Weißt du, ich bin den ganzen Tag nicht am Aufnehmen. Den ganzen Tag ist Ruhe. Und wenn ich dann am Aufnehmen bin, dann kommen diese. So, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen in Position bringen. Positioning, 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 ne? Problem ist, wie mache ich das jetzt? Ich müsste dir die Flugzeuge aus dem Gedüngenskirchens holen. Mhm, das stimmt. So, die hier lasse ich hier so stehen. Es gibt momentan wirklich zwei, drei gefährliche Sachen für mich. Ja? Vier. Das ist die Flugabwehr, was du hast. Das sind deine Flugzeuge, das ist deine Elite-Infanterie und deine schweren Ari. Ansonsten habe ich eigentlich kein Problem mit dir. Ach, der Schienenschütz, doch. Ja. Das ist auch noch da. Aber das Schienenschütz kann ja nicht auf Flugzeuge ballern. Nee. Das freut mir. Gott sei Dank. Da habe ich doch eine kleine Chance. Das kann Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, aber das kann nicht auf Luft schießen. So. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Okay. Lass Kieke, da oben ist noch ein P, da kommt auch noch ein mit runter. Und Ende. Du baust schon ein Depot relativ weit unten. Unten in meiner, ja klar, logisch. Okay. Aber trotzdem noch nah in der Mittelfront, dass ich nicht zu weit weg muss, wenn ich reparieren muss. Ja, die Schienengeschütze, da darf man nicht jetzt in Reichweite kommen, ne? Deshalb habe ich aber gerade geguckt. Also, aus deinem Schienengeschütz bin ich noch außer Reichweite. Da hätte ich zwei Armstüssel, da hätte ich keinen Armstüssel, da hätte ich auch keinen Armstüssel. Aber dann könntest du mir trotzdem noch gefährlich werden. Gut, dann mache ich mal den ersten Angriff. Oh, Patrick greift an. Yep. Also einer muss ja den Anfang machen. Ja, du weißt ja, die Panzerzüge sind gefährlich, ne? Ich weiß, aber nur zwei auf Luft. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Runde dann mit meiner Dings fertig bin. Ich warte auf den Angriffsmodus von meinem Gegner. Okay, ich dachte, du wolltest noch ziehen. Nee. Alles tut ihm, mein Freund. Alles tut ihm. So. Ich könnte es natürlich auch ganz gewieft machen. Ich könnte zwei halbe Depots aufbauen. Und könnte keins davon nutzen. Das könntest du machen, ja. Das wäre, glaube ich, ein Geniestreich. Das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Weil wenn ich jetzt noch ein Datendepot hingebaut hätte, würdest du nämlich da nicht durchkommen. Wenn ich mich da jetzt ein Depot hingebaut hätte, wärst du nämlich da nicht durchgekommen. Da hätte ich nämlich dich ganz bös eingekesselt. Oh, bin ich so blöd? Das ist ja gerade eine geniale Idee. Das ist eine geniale Idee, ja. Warum komme ich jetzt drauf, Alter? Ich hätte dich komplett eigentlich nur auf die Westseite klemmen können. Ach, bin ich so bescheuert. Das Wichtigste ist, dass ich deine Flugzeuge nee, weil, guck mal, du kannst jetzt rein theoretisch hier vorbeilaufen. Also bei mir vor dem Depot. Hätte ich jetzt hier noch ein Depot hingebaut, hättest du hier nirgends durchkommen, außer hier über die Berge oder über diese Schienen. Ja. Und du hättest müssen dich eigentlich nur auf dieser Fläche bewegen können. Das heißt, ich hätte hier meine schweren Artilleries hingestellt und Feierabend. Oh, bin ich so bescheuert. Das hätte nach einer validen Strategie geklungen, muss ich sagen. Ja. Es wären zwar zwei Depots gewesen, die ich hätte beide nicht nutzen können, aber es wäre halt jetzt nur mal als Beispiel, du brauchst da, wo deine Flieger jetzt sind, brauchst du die zweite Hälfte von dem Depot. So, dann hast du eigentlich nur noch einen Durchgang, wo die Gegner durch können. Also du brauchst kleine Flaschenhälse. Ja, genau. Also, das
jetzt muss ich meinem Gegner schon die Strategie erzählen, Alter. Ja, danke, dass du wieder die Strategie mit mir teilst. Das finde ich sehr gut. So, ja, und jetzt... Weil ich die Strategie sowieso nicht umsetze. Ui, die Schied sind her. Ja... Wieso haben die denn so gut gegen den Panzerzug da agiert? Ui, ich hätte dir da... Oh, die Torpedoboote sind so gut gegen Flieger. Die Panzerzüge anscheinend doch nicht. Doch, guck hier, der war gut. Ja, das war aber nur, weil der ganz alleine gestanden hat, die arme Sau. Moment, jetzt muss ich gerade gucken, jetzt muss ich die Flugzeuge wieder weg. So, und da wir hier ein wunderschönes Depot haben. Ich danke dir schon mal im Voraus für das schöne Depot, was du für mich da gebaut hast. Malum. Dass du das ja gleich einnehmen kann, dann. Das ist ja nett von dir. Das schaffst du nicht. Im nächsten Zug. Aha! Ja, der nächste Zug, der kommt. Pass mal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ja, fahr es ganz nach vorne. Genau dahin. Mhm. Mach ich ja auch, mein Freund. Denk an deinen Panzerzug, dass du den mitnimmst. Nö, der bleibt unten stehen. Ist das Schienengeschütz meinen Luftangriffen ausgesetzt in vollem Maße. Danke für die Strategie. Oh! Deine Flugzeuge klemmen da hinten irgendwo rum. Die schützen mein Schienengeschütz, das ist nämlich sehr wichtig. Die schützen das Geschütz. Für mich. Jetzt wird's spannend, Patrick. Kann ich es schaffen, schon ein Flugzeug von Patrick zu eliminieren? Nein. Nein. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Wie? Nein. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Das ist Schiebung. Schiebung, das gilt nicht. Das gilt nicht. Das ist unfair. Angriff. Jetzt. Wo jetzt? Achso, stimmt ja, ich bin ja im Angriffsmodus, gell? Jetzt wird angegriffen. Mich juckt in den Finger, ich kann nicht hinten sitzen, ich muss angreifen. Oh, ich hab vergessen, die schwere Artillerie nach vorne zu fahren. Ach, bin ich so ein Horst. So, und jetzt hier auch weiter. Okay, der Panzerzug ist zwar schon etwas angeschlagen, aber ich werde jetzt hier mein Schienengeschütz in Stellung bringen. Tu dies. Wenn ich es bauen und dann wird er kommen. Und meine Flugzeuge übernehmen hier Sicherungsaufgaben. Ja, können sie ja, das macht ja nichts. Kann jedem mal passieren, also ich bitte dich. So, hier wird weiter vorgerückt. Vorwärts, Männer. 1, 2, 3, 4. Brauchst du nicht zu zählen, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass du triffst. Nee, ich habe deine mittelschwere Artillerie da unten gesehen. Ja, eins, und weiter? 2, 3, 4, ja, deswegen. Ja, und weiter? Und weiter? Ja, weiter, du hast ein schwere... Hallo, du hast... Hallo? Du hast hier ein Schienengeschütz. Stimmt. Ein geschütztes. Da muss ich dir noch sagen, was du für Einheiten hast, Junge. Angriff! Ja, muss ich immer dem Feind erzählen, wo er denn seine Leute hat. Ach, stimmt ja, da war ja was. Ja, wir spielen doch zusammen und nicht gegeneinander, das weißt du doch. Lasst uns doch gemeinsam ringen. Das tun wir doch. Ja. Nein, gegen den gemeinsamen Feind. Die Judäische Volksfront. Nein, die Römer. Die Volksfront von Judäa. Oh Mann, oh Mann. Bitterster Sarkasmus war das. Okay. Aber geil. Aber geil, ja. Kein Angriff von Seiten Patrick. Von Seiten ja, wieder, Patricks. Warum denn? Das geht doch gar nicht. Hallo? So, pass mal auf. Wieso kann ich nichts machen, Alter? Hallo? Hallo? Patrick?
Bist du noch da? Ja. Ja, ja. Ich hatte gerade Probleme, ich konnte gerade nicht bewegen, ich konnte gerade gar nicht. Ja, der Transporter ist ja auch voll. Warum? Warum habe ich hier einen vollen Transporter? Warum sagt mir das keiner? Den hast du zuerst dahin gezogen, dann hast du ihn wieder weggezogen, dann hast du ihn wieder hingezogen. Nee, ich habe zwei Transporter, die habe ich leider uns beide schon gefüllt. Weil ich so intelligent war. Wieder Grünzeug, war ja klar. Ja, im Wald können die nicht so schnell lopen, die Jungs. Ach Mann, Alter, die sollen das machen wie Tarzan, von Liane zu Liane, Menschenskinder. Kann ich den Bunker irgendwie da? Das geht nicht. Nee. Sorry. Die Karte wird, glaube ich, nochmal für dich entschieden. Du bist immer so schnell, hast immer so schnell ein Urteil an der Hand. Aber man kann History Line auch offensiv spielen, das geht auch. Klar kann das, kann mir das, geht das. Oh oh. Oh oh. Geht alles. Man muss es nur wollen. Ja, es geht alles, man muss es nur wollen. So. Ja, ach so, ich habe ja heute noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Hör mal. Ich hatte heute wieder einen Anruf von Microsoft Support. Echt? Ja, von einer Mrs. Smith. Von einer Frau Schmidt. Von einer Frau Schmidt. Sehr interessant übrigens. Die mir sagte, der Computer, unser eine illegale Windows-Version. Nee, der Computer, der schickt immer Signale, der ist schwer bedroht bei einem Rechner und von Viren zerfressen und alles. Das sind doch diese Scammer da aus Indien, weißt du doch immer. Und ich bin ja immer sehr höflich und dann frage ich immer nach, rufen Sie von Microsoft an und so und dies und das, dies, das, nee, Ananas. Und jedenfalls habe ich aber immer einen Trick, wie ich die sofort dazu kriege, dazu auflegen. Nicht schimpfen oder sowas, keine Sorge, auch nicht ausfällig werden, nix, nein. Ich sage dann immer nur ab einem bestimmten Punkt, vielen Dank für Ihren Anruf, aber mein Computer hat gar kein Windows. Der arbeitet ja mit Linux. Und da sagte die auch, oh ja, sorry, that's a misunderstanding, und dann hat sie aufgelegt. Da habe ich gedacht, das ist so gut. Brauchen wir uns ja nicht streiten. Kinder, ja, ist ganz ruhig. Ich habe Ruckler, Junge. Ich habe Ruckler. Hast du Ruckler? Oh wei. Nicht genug Energie, was? Ne, bauen kann man nichts. Ah, du kannst es wieder auffüllen. Da brauchst du aber 20 Energiepunkte für. Hab ich doch! Oh, tatsächlich. Nee, warte, hier. Doch, 20. Und dann waren es 25. Ja, danke fürs Gespräch. Ich habe mich schon gefreut. Das ist aber auch dann wieder eine Lüge, ne? Die haben gesagt, es ist egal, was für eine Einheit, 15 Einheiten kosten eine Reparatur. Ja, ich glaube, bei dem ist etwas anderes. Die ist ja nicht 15 Reparatur, ist ja 15, Das ist doch egal. Ist aber das Gleiche. Der Patrick schießt schon mit dem Schienengeschütz. Das gefällt mir aber ja nicht. Mir gefällt das ganz gut. Und wieso schießt er meine Flachs an? Das gefällt mir auch nicht. Doch, mir gefällt das ganz gut. Und du hast wieder einen Bomber. Das ist auch ein unlauterer Wettbewerb hier. Unlauterer Wettbewerb. Oh, Patrick! Mach kein Dinger. Was denn? Na, das hat er sich gemerkt, ne, dass mein Panzerzug in Reichweite ist, okay.
Klar doch. Ah. Nee, aber das ist immer gut. Das müsst ihr machen, wenn die euch von anrufen und sagen, hier Microsoft ist dran, das sind ja immer diese Scam-Anrufe. Dann sagt einfach, wir haben gar keinen Linux, gar keinen Computer auf Windows. Unsere Computer sind alle Linux-Computer. Alter, bei dir ruckelt das unheimlich. Wir haben gerade ein bisschen Konnektivitätsproblemchen. Also bei mir, man merkt im Moment nichts, ne? Aber bei mir merke ich das. Ja, vielleicht haben wir im Moment, das schleift sich gleich wieder ein. Das freut mich. Ansonsten muss ich den Microsoft-Support anrufen, die Frau Schmidt. Du musst die Frau Schmidt anrufen und sagen, ey Frau Schmidt, seit sie doch bei mir angerufen hat, geht mein Windows nicht mehr. Die Frau Smith. Der William Schmidt, kennst du den? Den kenne ich, ja. Das ist ein ganz hier William Wiefstand. Schmidt. Ah? Meine Schwester kam mal zu mir und sagte, kennst du den William Schmidt? Ich hab dir angeguckt, ob du da wovon redest. Du. Kennst du den Kurt Cobain? Der war auch ein berühmter Künstler. Ja? Achso, der ist noch gar nicht da. Ja, den Kurt Cobain kenne ich. Kurt Cobain. Ja, den kenne ich. Das ist ein ganz dufter Kerl. Ja, zieh dich besser mal zurück. Das ist zu gefährlich hier. Für dich. Der macht schon den. Sag mal. Der Kurt Cobain, ja, das war schade, ne? Der war auch so ein extraordinärer Künstler. Mhm. Und leider depressiv und hat sich umgebracht. Kann man das eigentlich gar nicht glauben, ne? Depressiv, aber spring mich nicht um, Alter. Boah, die ballert richtig rein, der Genie-Schütz. Hallo? Jo. Ja, das war mir klar. Das war ja klar. Nicht genug Energie. Mit 27. Sag mal, der will mich aber, ne? Ärgern will der mich. So, jetzt schwärmen die Fockerplage, schwärmt jetzt aus. So, dann machen wir da erstmal ein klein Holz. Ja. So, das, was mir am meisten hier Bammel macht, ist die hier. Ich habe aber heute schon die ganze Zeit so kleinere Probleme mit meinem Rechner auch ab und zu. Ja, hast du immer so ein bisschen... Klar, ja, kann mal vorkommen, ne? Nee, generell Probleme mit meinem Rechner. Und ich habe auch schon geguckt, also ist bei mir noch kein Proxy-Server eingerichtet worden. Oh Gott, ja, da hattest du ja auch mal schlechte Erfahrungen mit dir gehabt. Wie kann sowas passieren? Ja, jemand, dann lädst du von der offiziellen Seite was runter, was du brauchst. Und dann, hast du ruckzuck auf einmal so ein Virus auf deinem Rechner und der liest dir dann mal kurzerhand die Passwörter aus. Deswegen. Und richtet mal so ganz nebenbei nur einen Proxy-Server. Deswegen speichere ich nie Passwörter ab auf dem Computer. Ich habe das jahrelang machen können, war keine Probleme. Dann wollte ich ein normales TV-Tool runterladen für meinen Grabber. Und damit habe ich mir dann gewissermaßen. Da hast du dir was eingefangen. Genau. Ja, das kann passieren. Ne? Ja, es ist natürlich doof. Ich habe mir auch mal einen Mining-Trojaner eingefangen mit einem Programm, um den Bildschirm aufzuzeichnen. Da habe ich noch nichts von OBS gewusst, ne? Und hab mir da irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Tool hieß, aber wie das Tool da hieß, weiß ich nicht mehr, aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Ja, wie gesagt, mit dem Tool, das stand aber auch in der README-File drin, dass wenn das Tool aktiviert ist und Ressourcen frei sind, dass er dann irgendwie die verwenden kann. Ja.
Nein. Hier rein, dankeschön. Danke fürs Gespräch. Gucken wir mal dahin. So. Oh, Mann. Ja, ich stehe schon weit in Feindesland, würde ich behaupten. Ja, wie gesagt, die Karte ist dein. Das höre ich jedes Mal, höre ich das, Freunde. Wenn ihr mir recht gebt, schreibt mal einen Comment. Der Patrick sagt das jedes Mal, die Karte ist dein. Und am Ende ist es dann doch manchmal passiert, dass ich verliere. Soest. Ei, dann jo. Ey, scheiße, das war natürlich jetzt ein Fehler. Habe ich die schwere Ari zu weit nach vorne gezogen? Nee, war okay, war in Ordnung. Also doch. Ich hab da kein Problem damit. Kann auch noch nicht mal schießen. Dann kann ich höchstens den noch einmal schwächen. In der nächsten Runde nehme ich das Depot erstmal ein. Habe ich mehr Rohstoffe. Ich weiß schon, dass das Depot 0 produziert. Und 0 ja, plus also, 0. Das habe ich nur gesagt, um dich ein bisschen zu ärgern. Da brauchst du mich nicht zu ärgern. Du nimmst das Depot ein und damit ist die Bier geschält. Also was ist denn da dran das Problem? Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Du weißt aber schon, dass ich hier zwei Artillerien habe, die der Ding einmal wegknallen können. Nee, das geht nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein, doch. Nein, doch. Noch, doch. Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh. Ja, genau. Das war Louis Defenet, auch ein ganz großer. Das ist aber hier kein Atombunker wie beim letzten Mal, ne? Nö. Doch? Doch, ist es. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Fantastisch. Sein letzter Film war ja ein Jahr vor seinem Tod gedreht worden. Ja? Ja, ich habe damals nachgeguckt. Ja, war es traurig, ne? Es ist, aber weißt du, was ich auch letztens gesehen habe? Die Schwarzwaldklinik, ne? Da hat ja in einem der letzten Teile von der Schwarzwaldklinik hat ja Gerd Fröbe mitgespielt, ne? Ja. Und die Staffel hatte Erstausstrahlung, war tatsächlich erst nach dem Tod von Gerd Fröbe. Also wurde posthum, wurde diese ausgestrahlt. So. Ah, jetzt kann ich das Gott sei Dank hier nochmal korrigieren. Wo war denn die Angeschlagene? Da war die. Die muss wieder zurück. Hier, wo ich jetzt gerade hier angreife? Mhm. Ah, du hast mir meine Infanterie weggeballert. Ja. Macht nichts. Tja. Ich liege leicht in der Unterzahl. Ja, das könnte man so sagen, ja. Sekunde, habe ich denn da etwas Leckeres? Natürlich. Ich muss die Flugzeuge aus dem Spiel holen, Alter. Die Flugabwehr aus dem Spiel, gut, das ist die eine, die wird jetzt weggeknallt, dann ist die aus dem Weg. Dann werden die Flugzeuge jetzt nach und nach aus dem Spiel rausgeholt und ja. Ja, die Fokker, die sind einfach total überlegen. Oh! Ja, das wird jetzt Zeit, dass ich da an das Schienengeschütz rankomme, ne? Sonst könnte sich das wirklich zum... Wie sagt man so schön, zum Stachel im Fleisch?
entwickeln. Ja. Oder auf Englisch Pain in the Ass. Mhm. Ui. Ja, du kannst trotzdem die Fabrik einnehmen, das Depot einnehmen. Ja. Hast du auch jetzt gemacht? Hab ich gemacht, ja. War klar. Musste ich. Mhm. Herzlichen Glückwunsch zum Flugzeug. Ach, ich krieg sogar ein Flugzeug geschenkt. Ja. Ja, dann hat sich das ja gelohnt. Patrick, du bist heute wieder nicht konzentriert, stelle ich fest. Mal bist du konzentriert und mal nicht. Ich habe nichts getrunken, das ist es. Schnell, hol dir ein Bier. Ich brauche ein Bier, Alter. Das ist ein Befehl. So, erstmal muss ich die angeschlagene Fokker reparieren. Oh, ach, ich bin im Angriffsmodus. Oh. Warum habe ich nicht in YouTube? Bin ich so bescheuert? Oh, die Einheit war sogar schon repariert. Ja, so nett bin ich zu dir. Ich weiß. Nee, warte. Sag mal, habe ich deine Einheit? Ich habe deine Einheit nicht angegriffen, ne? Nee, habe ich nicht. Wenn ich die Karte verliere, bin ich selbst schuld. Und die werde ich verlieren. Ja, das ist im Bereich. Nee, ich vergesse schon wieder andauernd anzugreifen. Ich vergesse andauernd anzugreifen. Patrick, was ist da los, Mensch? Ich bin des History Lines langsam überdrüssig. Wie kann das denn? Geht. Geht. Ich muss ja da auch wieder streamen. Wow. Harte Arbeit, wa? Harte Arbeit, Alter. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Okay. Weg. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist. Weg. Nee. Nee? Noch nicht? Wieso nicht? Warum ist sie nicht ausgebildet? Oh, die hat noch keine Erfahrung. Weg. Boah, das wird jetzt richtig gut, mein Schienengeschütz. Ja. Warum? Warum, ey? Warum, ey? Ich glaube, du kannst auch gleich mein Hauptquartier übernehmen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ich bin schon relativ nah dran, ja. Ja, nö, mach ruhig. Wird wieder eine kurze Karte. Nee, das ist. Ja, am besten arbeite ich auf defensive Basis. So offensiv ist nicht meins. Das Problem ist halt einfach, ich kann nicht hier den ganzen Tag hier 4 Stunden lang auf meiner Stelle stehen bleiben. Also verliere ich. Nee, das geht ja nicht. Nee, geht nicht. Da wär, das, wir könnten jetzt beide uns 10 Stunden lang angucken und sagen, okay, hallo, kommst du langsam mal? Nö. Wie sieht's denn aus hier, ne? Ja, wo sind denn deine Fußeinheiten? Hallo. So. Kann das angreifen? Natürlich. Greife ich da mal. Wird alles nichts bringen, das weiß ich ja, aber ist jetzt scheißegal. Hallo? Ich wollte gerade sagen, warum greifst du nicht an? Ja, du hast doch die Luftüberlegenheit. Ja, die habe ich jetzt. Ja. Deshalb, die Bier ist geschält. Da können wir nichts mehr machen, da gar nicht. Kannst du Tonne treten hier, ist gar nichts mehr zu reißen. Ach, dann habe ich das richtig gesehen.
Was? Ich wollte mir gerade sagen, ich habe gedacht, wie sollte mein Flugzeug nur noch eine einzige Einheit? Was ist denn jetzt kaputt? Achso, ich habe mich ja bewegt, also brauche ich nicht noch. So, ich bin fertig. Ich kann eh nicht mehr viel machen, aber... Angriff, Männer! Aber eins würde ich gern noch wissen, bevor ich das richtig verliere. 1, 2, 3, alles klar, ich bin nicht. Brauchst du entschieden, Schütze eigentlich nur dahin zu stellen, wenn es momentan das Flugzeug steht, dann kannst du all meine Leute wegballern. Wie sie da stehen. Einen nach dem anderen. Achso, ja, ich komme bis zum Eingang, Hauptquartier. Der Eingang von deinem Hauptquartier ist dann von deiner Seite her gesichert, was wiederum bedeutet, du hast dann mein Hauptquartier definitiv safe. Ja, wahrscheinlich, stimmt, hast recht. Du gibst mir auch immer noch gute Tipps. Ja, hör mal, ich hab verloren. Ach, hier gibt's doch keine Verlierer. Du hast das Spiel verloren, aber du hast Freunde gewonnen. Nee, aber es bringt mir ja nichts hinzugehen und zu sagen, boah, Alter, jetzt mach ich dich kaputt, Ich hab nur noch, was weiß ich, 10 Einheiten, mehr hab ich nicht mehr. Die können alle gar nix. Ja. Du hast die Luftüberlegenheit und du kannst in mein Hauptquartier übernehmen. Also, es bringt nichts hinzugehen, zu sagen, ich werde diese Karte noch gewinnen. Es bringt nichts. Dafür sind meine Erfahrungen, meine Einheiten zu unerfahren. Dafür habe ich viel zu wenig Einheiten. Das funktioniert nicht. Also, das wäre reine Illusion und reine Hoffnungsmacherei, die nichts bringt. Also, da bin ich schon Realist. Die Karte habe ich verloren, du brauchst noch nicht zu klemmen. Ich freue mich sowieso, warum du die klemmst. Artillerie unten. Ja, ja. Ja, dann. Macht der Gewohnheit, sagt man, ne? Ja. Also, ich hätte ja mal können, auch so das ganz nebenbei mal so. Boah. Fällt mir aber ja so auf, Alter. Ich habe hier gar noch eine Artillerie am Schlüssel. Warum sagt mir das keiner? So, ja, stürmen, Leute. Noch einmal stürmt, meine Freunde. Noch einmal. Ah, ne, es ist ja gar nicht meine Einheit. Ich versuche schon wieder mit gegnerischen Einheiten zu ziehen. Ja, ich dachte, hier steht Flugzeuge. Ach, komm, vergiss. Ich wollte es gerade von deinem Flugabwehr wollte ich weg. Wolltest wegfliegen, ja, okay. Ich wollte deine Flugzeuge von der Flugabwehr wegfliegen. Ja, ich meine, ich finde das ja nett, hör mal, du machst das ja jede Runde einmal, darf ich mir einmal eine Flugzeugeinheit von dir klauen, ne? Ich durfte mir beim letzten Runde auch einmal eine Fokker klauen, aber die hast du ja dann fieserweise wieder abgeschossen. Ich mach es ganz einfach in nächster Zeit. Ich tue alles in ein Depot einlagern, du übernimmst das Depot und das Thema ist erledigt. So machen wir es eigentlich nicht so. Patrick, jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen. Ja. Sag ich dir, guck mal. Eine normale Infanterieeinheit. Die war eine Kavallerie weg. Die war geklemmt. Ist doch egal. Ist doch egal. Ich war ja geklemmt. Es geht ums Prinzip. Ich will jetzt momentan nicht machen, dass es nicht in der Sauna ist. Jo. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wie soll ich das machen? Ich hab hier nichts mehr. Ja, noch ein paar. Ich hab noch läppische 20 Einheiten. Ich kann mit meiner schweren Mauer so anfangen. Ach,
Also nehmen wir mein Spiel. Früher war es mal mein Spiel. Ach, Patrick! Ach, Patrick! Aber nicht, wenn ich gegen einen Meister kämpfe. Ach, Patrick! Das wäre genauso, als ob ich jetzt Schach gegen diesen Kasparov oder wie der heißt kämpfen spielen würde. Der würde mich innerhalb von einem Zug niedermachen. Ach, jetzt machst du mir einen schweren Sieg machst du mir jetzt hier. Hoffentlich. Jetzt hab ich gar keinen. Du kannst aber jetzt ein bisschen Herz zeigen, zu dich zurückziehen. Ja, ich mach's schnell und ich mach's wie. Weißt du, ich mach schweres. Du, wie sagt's mal Penny so schön? Du, Tebos, also Daniel, pass mal auf, ja, du musst mich schon gewinnen lassen, sonst, ne? Also ich rede mit Patty, der schmeißt dich aus dem Discord, also. Oh, dann werde ich rausgeschmissen aus der Gruppe, ja, das ist natürlich hart, muss ich sagen. Ja. Ich schmeiß dich aus der Gruppe raus, wenn du mich nicht gewinnen lässt. Ich könnte dir ein Remis anbieten. Nö. Ich bin absolut dick. Leute, so muss man hier mit Tebos arbeiten. So muss man mit Tebos so arbeiten. Da muss man mal Druck setzen, man muss zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, das ist natürlich. Ich kann ja auch nichts ändern daran, Freunde. Ich ziehe die Dinger ja gar nicht. Das ist ja hier diesen Bot, den ich da im Hintergrund laufen habe. Ich sitze ja einfach nur vom Computer und mache ja nichts hier dran. Eigentlich. Bums, ich bin weg. Oh, das Schienengeschütz hält sich aber noch wacker, wa? Panzerzug. Panzerzug, ja, Entschuldigung. Ich habe kein Schienengeschütz mehr. Doch, habe ich, aber das ist für den Arsch. Ja, du hast ja komplett ausgerüstete Dinger, die sind ja komplett hier overpowered und. Kannst die Tonnen drehen, das ist nicht. So. Das Pferdchen ist auch weg. Die ist auch weg. Die Einheit ist auch weg. Die Einheit ist sowieso weg. Die brauchen wir gar nicht zu ziehen. Diese Einheiten, die zwei sind auch weg. Das Pferdchen. Warum hast du das Pferdchen eigentlich nicht angegriffen? Himmel, ja, Gott, auch nicht. Muss ich dir sagen, wo meine Leute sind? Hab ich doch. Mann, immer muss man dem alles erzählen, Mensch. Ich habe ja hier diesen TAS-Bot installiert von Nintendo. Darum ruckelt das so. Darum ist das so problematisch bei dir. Ach so. Der spielt ja für mich. Ja, du liest ein Buch oder was? Ja, ich bin nur am Erzählen, was ich so erlebt habe am Tag. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Artillerie? Ja, eine, wo es kaputt geht. Aha. Die ist im Arsch, die ist definitiv im Arsch, da kann ich nichts mehr machen. Ja. Ja, das ist ja. Also die nächste Folge Historyline wird erst 2035 kommen, wenn ich da Lust habe. Oh, Patrick, warum? Tu mir das nicht an. Du musst dich nur konzentrieren, dann bist du auch viel besser. Nee, ich muss immer wieder was trinken. Ja, oder mal ein schönes Bierchen. Oder einen schönen Rotwein. Trinkt der Saarländer doch auch mal gerne. Ich trinke keinen Rotwein. Aber der Saarländer trinkt auch mal gerne einen Wein. Nix gibt's. Der Saarländer trinkt Urpilz und gut ist. Ein Urpilz, ja, das ist auch was Feines. Original Urmilch. So, dann wirst du mir dieses Flugzeug gleich aus der Luft rausholen, das kenne ich doch. Ich habe keine Einheiten mehr, stimmt, ich bin ja nur bei 14 Einheiten. Junge. Komm, nimm das Hauptquartier ein, dass so Ruhe herrscht, Alter, ich will nach Hause. Patrick, du machst mich echt alle, weißt du das? Nee, den Druck, den du jetzt eigentlich bringen willst, ist ja, du bist zu Hause, du Idiot. Ach, nee. Nein, wir sitzen doch bei mir zusammen im Wohnzimmer. Denken die Fans. Nee, Quatsch. Ihr wisst ja, wir spielen natürlich über Parsec, ne, ist klar.
Oh, da kommt nochmal eine schwere Ari. Ja. Jetzt bin ich nochmal dezent beeindruckt. Ja. Toll. Oh, und nochmal ein Schienengeschütz. Ja. Ah. Die Spähpanzer, die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Deine? Ja, die sind top. Meine? Ich weiß nicht, meine habe ich irgendwie von eBay gekauft. Kannst du nicht sagen, Alter. Die sind ja total phänomenal. Die sind gar nicht so schlecht. Alter, ich habe überhaupt keine Einheit. Ich weiß auch nicht, was du mit deinen Einheiten gemacht hast. Ich hatte dich gewarnt. Ich habe gesagt, das Depot zeigt nach Norden. Das hat damit nichts zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, ich bewege mich mit meinen Einheiten und dann ist es vorbei. Ich muss stehen bleiben. Ich muss den Gegner kommen lassen. Dann bin ich gut. Okay, dann weißt du, für das nächste Mal hast du dann eine Strategie. Ja. Du hast dieselbe Strategie, du bleibst auch bei dir sitzen. Und dann sitzen wir 14 Stunden lang da und sagen, ja, was ist doch ein schönes Spiel. Das kann ich aber nicht, das kennst mich doch immer. Ich muss doch angreifen. Ich kann doch nicht offen ich da sitzen bleiben, ich muss doch angreifen. Stimmt, ich habe ja keine Flugzeuge mehr. Du hast meine Flugzeuge ja vom Himmel geholt, ich habe ja nichts mehr. Ja, mache ich jetzt. Dummes Gesicht, einen guten Eindruck. Ja, das kann ich auch am besten. Ja. Wie es damals bei der Altenstalt hieß, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Der Wagner macht so. Moment! Fertig! Ich hab's. ja, die Anstalt. Mit Schramm und Priol, ne? Oder wie war hießen die beiden nochmal? Die hießen Schramm und Priol, ja. Hab ich auch immer gerne geguckt. Wagner und. Wie hieß er wieder? Max Opels Autos? Nee, leg mich doch am Arsch. Ich guck's nicht mehr. Ich guck's nicht mehr. Seitdem der Schramm nicht mehr dabei ist, habe ich's nicht mehr geguckt. Nee, das hat schon was Geiles. Die beiden sind schon geil. Ja. Wenn sie das erklären, mit dieser Tafel immer. Max Uthoff, wenn der immer kommt mit seiner Tafel, erklär's mir. Und er geht hin und sagt, muss er mal gucken, wenn Max Uthoff, wie heißt der Kaffee, rotz da noch. Ach, leck mich doch mal. Ich und mein Name. Ich und Namen. Vergiss es. Ist doch nicht schlimm. Weißt du was? History Line, Feierabend, Ende, verloren. So. So, ich beende meinen Zug und du übernimmst dann direkt. Ja, brauchst du nicht anzugreifen. Mach Zug beenden und in der nächsten Runde übernimmst du mein Hauptquartier. Was, na gut, okay. Quälst du dich dann noch? Was quälst du mich, du blödes Arschloch? Patrick! Mach kurze 15 und gut ist, sag mal. Der wird nicht dran rumgefingert. So. Jetzt Hauptquartier übernehmen. Das ist ein Befehl von deinem Gegner. Achso, ich muss auch noch beenden. Stimmt. So. Wunderbar. Glückwunsch. Naja, jetzt haben wenigstens die Deutschen auch nochmal gewonnen. Die haben ja in den letzten Runden immer nur auf die Mist. Wie wird es jetzt? 5-2. 4-2. 5. 5-2 für dich. Wir sind. Nee, stopp. 4-2 einmal Remis, hast recht. Ja, 4-2 einmal Remis, bitte. Entschuldigung. Ja. Also, du kannst nur aufholen, nur keine. Nicht, wenn du so spielst. Ich mag nicht mehr mit dir spielen. Wir sind keine Freunde mehr. Oh Mann, Patrick. Runter. Keine Freunde. Mach mich doch nicht fertig. Ach, nee, war's gut gespielt. Danke. Gut gespielt. Ich hab halt
Ich habe halt versucht, das Problem ist halt nur, ich so mit Angriff und dann mittendrin und alles verstreut, das funktioniert nicht. Ich muss alles auf einem Punkt haben und warten, bis der Gegner kommt. Du mich schon bist. Nächste Map ist Druck. Ja, Freunde. Mach mir jetzt keinen Druck! Freunde, wir bedanken euch. Jetzt kann ich noch nicht mal zu den Aus. Ich bin so fertig, aber wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugesehen habt. Ne? Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei, ne? Aber. Ich muss gucken. Ja, danke fürs Zusehen. Hör mal, der Patrick, der hat es mir heute schwer gemacht, emotional, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht doch, mir immer. Wenn ein Freund mir so zusetzt, dann bin ich auf der emotionalen Ebene immer leicht zu kriegen. Ne? Da tut mir dann immer leid. Hab ich gesehen. Wenn du leicht zu kriegen gewesen wärst, wärst du nach Hause gegangen. Dann hätte ich gesagt, du hast gewonnen. Ja. Wir können ja einfach sagen, wir drehen das einfach rum. Ich spiele für die Deutschen und du für die Franzosen und wir sagen, aber du wärst die Deutschen und ich für die Franzosen. Nee. Nee, das geht nicht. Okay, alles gut. Egal. Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Hör mal, macht's gut und vielleicht bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.